Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Ich nehme jetzt schon die 10. Folge am Stück auf. Ist es die 4.? Ich glaube, es ist die 4. Folge. Weiter geht es im Star Stable Text. So. Juniper hat uns ja zu sich gerufen oder uns ausrichten lassen von Rocco, dass er uns sehen möchte. Und deswegen gucken wir doch jetzt mal, was er möchte. Ich finde ihn so toll, den Juniper. Meine liebe blumige Freundin, eine Tragödie hat uns heimgesucht und wir wissen weder ein noch aus. Was los? Tiffany, es ist etwas Furchtbares passiert. Die Blumen, die die Fohlen gerade studierten, sind ihnen unter den Nüstern weggeschnappt worden. Was? Ich habe mich für ein Minütchen abgewandt und plötzlich waren die Blumen verschwunden. Ich versuche den Fohlen die Pflanzenwelt unseres wunderschönen Waldes näher zu bringen, aber das kann ich jetzt vergessen. Aha, der Blumendieb hat eine Spur aus Blütenblättern hinterlassen. Wenn wir der folgen, müssen wir den Täter finden. Tiffany, Raspberry Joy, ihr würdet den Fohlen und mir eine große Ehre machen, wenn ihr die Blumen aufspüren und dahin zurückbringen könntet, wo sie hingehören. Eure Hilfe würde uns viel bedeuten. Okay. Hoffentlich treten wir nicht auch noch irgendwas platt. Das muss die Spur sein, die Juniper meinte. Die Spur führt ziemlich weit. Komm, Himbeerchen. Wir folgen ihr und finden heraus, wo sie endet. Okay. Halt, ich muss hier anklicken. Guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Blüten. Ne, das ist aber noch eine. Das sind 6 Blüten. Da können wir uns... Oh, hallo Hirsche. Mit 6 Blüten. Und hier sind nochmal 6. Damit können wir uns schon 2 Wellnessbehandlungen leisten. Oh, oh. Tiffany und die Raspberry Joy. Es ist nicht so, wie es aussieht. Sondern Willow? Oder vielleicht ist es doch. Ist es das doch? Ich mache einen schlechten ersten Eindruck. Ich weiß, ich wollte den Fohlen die Blumen nicht stehlen. Sie schienen wirklich lieb zu sein. Und warum hast du es dann gemacht? Weißt du, unser Opferschrein wurde zerstört. Schon wieder. Wir zeigen dem Wächter unseren Respekt, indem wir ihm schenken, was der Wald Schönes zu bieten hat. So erhalten wir unsere starke Verbindung zu Aidin. Der Opferschrein wurde schon neu errichtet. Ich habe Alder geholfen, neue Opfergaben zu finden. Wirklich? Das ist ja toll. Vielen Dank dafür. Das löst aber leider nicht das eigentliche Problem. Irgendjemand zerstört unsere Schreine und rennt achtlos durch unsere geheiligten Gebiete. Und ich glaube, ich weiß, wer es ist. Es ist ein Mitglied der Kriegerherde. Und zwar jemand... Nein, mehr brauchst du nicht zu wissen. Wahrscheinlich meint sie Ash, ihre Schwester. Ich möchte mich ihr erklären, aber alleine traue ich mich das nicht. Du scheinst mir eine einfühlsame Person zu sein, Tiffany. Würdest du mitkommen? Das würde mir viel bedeuten. Na klar. Okay, los geht es. Du hilfst mir, ja, Tiffany? Natürlich. Rocco, Ash, ihr wisst sicher, warum ich hier bin. Willow. Bist du jetzt auch hier, um deine Stärke zu testen, nachdem Tiffany uns bei der Trommelzeremonie umgehauen hat? Diese sinnlosen Schreine. Du willst, dass ich aufhöre, sie zu zerstören, stimmt's? Du bist so vorhersehbar. Die Opferschreine sind ein tief verwurzelter Teil des Glaubens der Mystiker. Ohne sie können wir dem Wächterbaum nicht huldigen. Eine seit Generationen bewährte Tradition ist zunichte gemacht. Bewahrte Tradition, sorry. Es liegt Kriegern im Blut, ihre Stärke zu testen. Ich gebe niemals auf, egal was sich mir in den Weg stellt. Aber davon verstehst du ja nichts, richtig, Schwester? Du hast dein Leben aufgegeben. Das reicht, Ash, lass das. Meine zweibeinige Freundin und ihr Pferd kannst du ja vielleicht in die Irre führen, aber ich durchschaue deine Maskerade. Du bist eine echte Mystikerin. Du bist keine echte Mystikerin, du tust nur so. Das reicht. Wir brauchen ein Herdentreffen. Bei den Förstern gab es auch Unstimmigkeiten, irgendwas mit verschwundenen Blumen. Treffen wir uns unter dem Wächterbaum und sprechen uns aus. Gute Idee. Ich weiß, was du denkst. Ash, meine Schwester, unsere Geschichte wird an einem anderen Tag erzählt werden. Sie weiß, wie man mich da trifft, wo es weh tut. Hoffentlich bekommen wir die Dinge unter dem Wächterbaum in den Griff. Alder bereitet gerade das wöchentliche Treffen vor. Da ist der Kriegershop. Ach, so ist das. Hier hinten. Wir treffen uns dort, Tiffany und Raspberry Joy. Ich brauche kurz etwas Zeit für mich. Die Situation da gerade war etwas viel. Alles gut, Willow, alles gut. So, Pip, Kriegerkluft. Oh, hier gibt es große Federohrringe. Federn für den Schweif, die auch wieder so dämlich hochstehen, leider hier beim Urpferd, wie die roten. Und hier fürs Zaumzeug. Und es gibt hier natürlich auch die Kriegermaske zu kaufen. Sehr, sehr cool. Aber die Kriegermaske ist leider nicht Champi-tauglich, fällt mir auf. Die hat nämlich keine Geschwindigkeit. Die hat Stärke und Agilität. Das ist natürlich schade. Aber das Zaumzeug ist auch hübsch. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Also die Decken und die Sattel hier, die finde ich eigentlich allesamt. Finde ich die super. Die Federn hier bei den Kriegern, die gefallen mir nicht ganz so gut. Ich muss sagen, da gefallen mir die... oh, da oben ist auch ein Transporter. Ah. Ach so, das hier ist Mannheim. Was ist das? Ah, da können wir Wasser holen. Und das ist ein Heimatstall. Und da oben ist ein Briefkasten. Oh mein Gott, jetzt sehe ich es erst. Ja, wie cool. Wie cool ist das gemacht? Ja, also ist der Händler von denen auch hier. Warte mal, welcher war das da oben? Peanut-Fülle des Waldes. Hier können wir Obst kaufen. Ist auch eine hübsche Farbe hier, der Buckskin mit den Deppels. Und das hier ist Hazel. Ah, gucke mal. Hier können wir die Sachen alle kaufen hier. Die wir im Shop gefunden haben auch. Genau, und wir bekommen entweder diesen Hut hier. Die sind auch alle Champi-tauglich. Den Hut, die Mütze oder die Mütze hier bekommen wir kostenlos über einen Gutscheincode, glaube ich. Kann ich euch jetzt aber nicht genau sagen, wie das funktioniert oder wie das heißt, da ich das selber noch nicht angeguckt habe. Was ich euch aber ganz klar sagen kann, ist, dass es nur bis zum 9. März einzulösen geht. Das heißt, ihr solltet da nicht zu lange drauf warten. Obala. Hat Star Stable aber, glaube ich, auch auf der Seite verlinkt. So. Das Treffen beginnt jeden Augenblick, glaube ich. Ach da, jetzt bin ich einmal rumgeritten. Na super. Sehr gut. Willkommen, Tiffany und Raspberry Joy. Ihr kommt gerade richtig, um einen wichtigen Teil des Lebens der Herden in den Wildwoods mitzuerleben. Wir Herden bleiben in unseren eigenen Territorien, aber einmal in der Woche versammeln wir uns unter dem Wächterbaum. Wenn wir sie nicht anleiten würden, kämen die Krieger und Förster doch gar nicht zurecht. Fangen wir an. Ist aber auch ein bisschen frech, Alder. Alder hier. Wenn ihr nicht so frech unsere Blumen stehlen würdet, wäre das hier gar nicht nötig. Ich kann es leider nicht screenshotten. Willow wusste es nicht besser. Es war der Tag der Opfergabe und unser Wächterschrein war leer. Ohne unsere Opfer würde unsere Verbindung zum Wächter geschwächt. Okay, das kann ich respektieren. Rocco, warum hat deine Herde den Opferschrein zerstört? Ash ist völlig planlos herumgerast und hat das Teil dabei umgefegt. Sie ist schrecklich tollpatschig und es tut ihr sehr leid. Richtig, Ash? Ah, so war das also. Ich verstehe. Mal wieder nur ein Missverständnis. Das wäre dann also geklärt. Ja, in der Tat. Aber wo wir schon mal hier sind, ich habe mit euch Kriegern ein Hühnchen zu rupfen. Dieses ständige Getrommel, Tag und Nacht dieser Lärm. Nie können wir in Ruhe nachdenken, meditieren oder sonst etwas tun. Jetzt hör mal, du Tagträumer. Die Trommelzeremonie ist die wichtigste Säule des Aufnahmerituals für das Kriegerdorf. Du hättest ja gar keine Chance. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Das besprechen wir ein andermal. Jetzt bleibt ihr erstmal in eurem Teil des Dorfes und wir in unserem. Abgemacht. Was hältst du von all dem, Tiffany? Wir haben selten die Gelegenheit, die Meinung eines Außenseiters zu hören. Es war falsch, die Blumen zu nehmen, ohne zu fragen. Der Opferschrein sollte respektiert werden. Herumrennen, um stärker zu werden, ist absolut wichtig. Das stimmt aber alles. Ich will alles, 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 alles sagen. Mhm. Oh Mann, was nehme ich denn? Ich fange mal oben an. Gesprochen wie ein wahrer Förster. Ihr passt gut zu uns, Raspberry Joy und Tiffany. Die Natur muss respektiert werden. Es war schön, deine Meinung zu hören, Tiffany. Bitte besuch mich doch einmal im Viatal. Oder du triffst mich dort meistens bei einem Gespräch mit dem Eichhörnchen oder beim Briefe schreiben. Wenn du mal in der Gegend der Mystiker bist, würde ich liebend gerne mit dir die Sterne betrachten oder die Kaulquappen in den Sümpfen beobachten. Hör nicht auf zu träumen, Tiffany. Und vergiss auch nicht, mich zu besuchen. Jetzt, wo du das Aufnahmeritual absolviert hast, musst du mir regelmäßig beweisen, dass du es noch drauf hast. Okay, das sind jetzt wohl die Dailies. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das Herdenleben kennenzulernen. Und unsere Heimat, die Wildwoods. Du bist jetzt keine Grauwettlerin mehr, Tiffany. Du bist eine Verbündete. Ah. Okay, aber ihr Lieben, ich würde mich dann an dieser Stelle hier für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Dann geht's hier weiter, denn wir haben hier schon direkt die nächste Quest. Ich weiß nicht, wie viel uns hier noch erwartet, questtechnisch, aber ansonsten können wir auch mit den Dailies anfangen. Es gibt ja scheinbar hier noch genug, was man machen kann. Also dann bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.